Hier ein konkretes Beispiel zu Tangente und Tangentialebene im dreidimensionalen Raum. Diese Funktion f mit den zwei Variablen x und y wird angegeben und ihr Graph sieht so aus. Das ist ein Paraboloid. Angegeben werden auch die Abszisse und die Ordinate von einem Punkt P und das Lot wird bestimmt, indem wir in f von xy x durch die Abszisse 1 und y durch die Ordinate 1 ersetzen. So erhalten wir die Koordinate von diesem Punkt P, Punkt P, der selbstverständlich auf dem Graph der Funktion liegt. Jetzt werden wir die Tangentialebene zum Graph der Funktion an diesem Punkt P bestimmen. Das heißt, wir werden diese Magenta-Ebene bestimmen. Schauen wir, ob die wirklich tangent ist. Sieht so aus. Die allgemeine kartesische Gleichung dieser Tangentialebene schreibt sich so. In dieser Gleichung werden wir also x0 ersetzen durch die Abszisse 1, y0 ersetzen durch die Ordinate 1 und z0 ersetzen durch das Lot 2. Dieser Koeffizient wird berechnet durch die partielle Ableitung der Funktion f nach der Variablen x. Also leiten wir f nach der Variablen x ab, indem wir y als konstant ansehen. Das ergibt dann also 2x plus 0. Die partielle Ableitung von f nach x ergibt also 2x. Hier brauchen wir die partielle Ableitung von f nach der Variablen y. Also leiten wir diese Summe ab nach y, indem wir x als Konstante betrachten. X Quadrat prim, das ergibt also 0, und y Quadrat prim, das ergibt 2y. Diese partielle Ableitung ergibt also 2y. Wir sollen, um diesen Koeffizienten zu erhalten, x0 ersetzen durch 1 und y0 ersetzen durch 1. Hier kommt aber nur x vor, also ersetzen wir x durch 1, so ergibt dieser Faktor 2. Dieser Faktor ist 2. Und hier sollen wir ebenfalls x0 durch 1 ersetzen und y0 auch. Das heißt, 2 mal 1, das ergibt auch 2. Und so wird diese kartesische Gleichung zu dieser da. Diese Gleichung kann man noch etwas einfacher schreiben und das ist effektiv die kartesische Gleichung von dieser Tangentialebene. Jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden zuerst die Ebene zeichnen mit kartesischer Gleichung y gleich 1, diese vertikale Ebene. Und dann konstruieren wir den Schnitt dieser beiden Ebenen, den Schnitt von der Magenta-Tangentialebene und von dieser vertikalen Ebene. Diese rote Gerade ist effektiv der Schnitt von diesen beiden Ebenen. Schauen wir nach. Stimmt. Also können wir diese rote Tangente beschreiben durch die beiden Gleichungen dieser Ebenen. Das ist die kartesische Gleichung der Magenta-Tangentialebene und das ist die kartesische Gleichung von dieser vertikalen blauen Ebene. Also haben wir diese rote Tangente im Raum kartesisch beschrieben. Dieses Gleichungssystem kann man noch etwas einfacher schreiben, denn wir können hier y durch 1 ersetzen. So reduziert die erste Gleichung sich auf diese da. Also, so können wir diese rote Tangente beschreiben als Schnitt von diesen zwei Ebenen. Das sind diese beiden da. Jetzt machen wir Ähnliches, aber dieses Mal mit dieser vertikalen Ebene, die als kartesische Gleichung x gleich 1 hat. Diese vertikale Ebene schneidet diese Tangentialebene ebenfalls in einer Gerade, die wir hier t-Index y nennen.
Diese rote Gerade ist selbstverständlich tangent zum grünen Graph an diesem Punkt P, weil sie sich ja in der Magenta-Tangentialebene befindet. Diese rote Gerade ist der Schnitt von diesen beiden Ebenen, das schauen wir uns an. Scheint zu stimmen, stimmt auch. Also können wir diese rote Tangente beschreiben mit den kartesischen Gleichungen von der blauen vertikalen Ebene und der Magenta-Tangentialebene, das heißt so. Das ist die kartesische Gleichung der Magenta-Tangentialebene und das ist die kartesische Gleichung von dieser vertikalen Ebene. Also können wir die rote Tangente effektiv so beschreiben, aber dieses System können wir noch etwas einfacher schreiben, indem wir in der ersten Gleichung x durch 1 ersetzen. So wird dieses System etwas einfacher. Diese Tangente ty, diese rote Tangente da, kann also auch beschrieben werden durch dieses Gleichungssystem. Das heißt, statt diese Magenta Tangentialebene nehmen wir diese blaue Ebene, die man so nicht gut erkennen kann, also drehe ich das ein bisschen. So sieht man schön, dass diese Tangente TY effektiv der Schnitt von diesen zwei blauen Ebenen ist. Jetzt machen wir diese wieder weg, die auch. Ich schalte jetzt die erste Tangente TX ein, sowie auch die Tangentialebene. Selbstverständlich befinden tx sowie ty sich in Alpha tg. Beobachten wir das? Und die Übung ist beendet.